Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Booster Opening. Und diesmal nehmen wir uns die Hard Gold Soul Silver Unerschrocken Serie vor. Ich hoffe mal, es fokussiert wieder. Haben wir am Anfang des Videos ja immer so unsere kleinen Probleme. So, wir fangen einfach mal an. Im Hintergrund sehen wir schön Misty mit Pikachu und ein Habitak. So. Na, krieg ich's auf. Ich will meine Booster immer nicht so gerne kaputt reißen. Ich mag das ganz gerne. Die möglichst unbeschadet zu öffnen. Ja, ich schaff's. Nachdem wir nicht ganz so viel Glück haben oder hatten beim Hard Gold Soul Silver Triumph, naja, whatever. Opening. Hoffe ich jetzt sehr, dass wir hier bessere Karten ziehen werden. So, den Anfang machen wir mit Metern. Einmal fokussieren. So. Das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Metern ist cool. Radikal. Eine Trainerkarte, der Energieaustausch. Skunkapoo. Drifflon hatte ich auch noch nicht. Schneckmark, oh, ich mag Schneckmark. Kickli, auch sehr cool, habe ich auch mal im Deck. Kramorx. Hunduster ist die Reverse-Karte hier. Sieht sehr böse aus, sehr cool. Und unsere Seltene ist ein Fostelka. Ja, der Hintergrund kommt mir bekannt vor, hier mit den Wellen, da habe ich so einen Hintergrund mit Despotar. Ist, glaube ich, so ein japanischer Holzschnitt oder sowas. Naja. Ein ganz guter erster Booster, wenn da jetzt auch nichts Spektakuläres bei war, kann es auch immer schlimmer kommen. Das zweite ist ein Blitzer. So, und den öffnen wir jetzt auch mal. So. Eins, zwei, drei. Und weiter geht's. Team Rocket Trickserei. Ja, Team Rocket Trickserei, sehr cool. Ich mag die Karte. Ziehe zwei Karten. Anschließend legt dein Gegner eine Karte aus den Handkarten auf den Ablagestapel. Ein Metang wieder. Training der Weisen, auch eine gute Karte. Stolunior. Sneebel. Sichlor, ich mag Sichlor sehr gerne, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Mirabla, Kikli wieder. Makago. Das sieht cool aus. Gute Reverse-Karte. Ja, mag ich. Und als Gorgo. Und das sieht doch mal hammermäßig cool aus, oder? Komm, wie geil sieht das bitte aus? Das ist doch mal der Hammer. So. Das war ein guter Booster. Dankeschön, Blitzer. Weiter geht's mit einem... Mir fällt der Name gerade nicht ein. Es fängt mit S an. Panzer Aeron, genau, mit S. Panzer Aeron. Lala. Ich habe an die Stahlflügel gedacht. So. Eins, zwei, drei. Und es fängt direkt mit einem coolen Pokémon an, und zwar mit einem Raichu. Yeah. Guck mal, Raichu. Das warst du mal. Das bist du jetzt. Oder Pikachu, guck mal, das könntest du werden. Ziemlich cool, ein Raichu. Ein Lamos, oh, ich mag echt Fleckmon, Lashuking und Lamos auch sehr gerne, also echt cool. Die Blumenfrau, ja, Blumenfrau, Skunkapoo, Nokshan, mag ich auch gerne, habe ich auch mal im Deck. Evoli, auch cool, wobei ich mich frage, was das Venufliebes da hinten macht. Ob es gerade getauscht wird oder was ist das? Ist das Pokémon Center hier irgendwie, ist so ein Pokéball da unten? Weiß ich nicht wirklich. Traunfugil. Oh, es sieht süß aus. Hallo, ich bin Traunfugil. Ein Tanzer, will auch nur knuddeln. Snibuna als Reverse-Karte, auch cool. Das habe ich überhaupt nicht gesehen an der Seite. Ja gut, es glitzert an der Seite auch nicht so. Es gibt ja ein paar Karten, die verraten sich schon sehr, wenn man es so leicht an der Seite herausglitzern sieht. Da hatte ich jetzt eben nicht drauf geachtet und jetzt habe ich eine halbe Legendenkarte. Rayquaza und Deoxys. Das sieht cool aus. Sehr cool.
So. Kommen wir zum nächsten. Ein Rayquaza. So, ja, ich habe natürlich auch keine Fingernägel, keine langen, mit denen ich das irgendwie... Aber ich schaff's trotzdem. So, gucken wir mal, was hier drin ist. Wow. Wie badass sieht das aus? Das ist ein Sichlor, ja, es wird ein bisschen dunkler, aber es ist tatsächlich sehr dunkler auf der Karte. Nachtbildangriff, Sichlor. Es sieht hammermäßig cool aus. Die Turmruine hatten wir schon mal. Pinsir, wow, Pinsir sieht auch sehr cool aus, ist aber auch sehr dunkel. Giotine, wow. Flunkiefer. Wobei ich auch echt finde, das ist so ein gut, also eine echt gute Darstellungsweise ist, eine Illustration von Flunkiefer, echt richtig cool dargestellt. So mit den Lichteffekten, dass es hier alles heller ist, so. Ich finde, für Flunkiefer, für ein Pokémon, das ich so nicht mag, finde es ein bisschen übertrieben mit diesem riesigen, ja, was auch immer das ist, mit diesem Maul da als Haar, finde ich das sehr cool aussehend. Ratzfratz weg damit. Ratfratz, ich spreche es ja immer falsch aus, ja. Slimer, Kickli wieder, Schneckmark, Lamus als Reverse-Karte, wow, das ist cool, das freut mich. Ein Divi, ein Feuerigel und da fliegt ein Apfel. Und Rotom. Rotom sieht auch chillig aus, so. Plasma-Pfeil. Jo, Rotom. So, und dann kommen wir auch schon nochmal zu einem Panzer-Eron und... Was ich sagen wollte, schon zum Ende dieser 5 Booster wieder. Wenn ihr hinten auf Arbiter klickt, dann kommt ihr zu den Hard Gold, Soul Silver, Triumph Booster Openings. Und wenn ihr auf Misty und Pikachu klickt, dann kommt ihr zu den Pokémon X und Y Booster Pack Openings. Das werde ich gleich im Anschluss machen. So. Bekommen wir es raus. Heil. Ne, ich muss es ein bisschen einreißen an der Seite. So. Wieder abzählen. 1, 2, 3. Ein Stolrak. Ein Metang. Ein Zobiris. Ein Stolunio. Ein Radfratz. Ein Vadribi. Vadribi! Auch cool. Was ich schade finde, dass die Entwicklung kein Fliegen lernen konnte. Das war das Einzige, was mich davon abgehalten hat, es in mein Team zu nehmen bei einem erneuten Diamant und Pearl Spieldurchgang. Flagmon. Oh. Und da ist Kanimani und Pikachu, also die fehlen, oder sind, also die fehlenden Gegenstücke eben zu Endivion und Feuerigel. Flunkiefer wieder. Ein Tanzer als Reverse. Und die letzte Karte unseres diesigen Booster Openings ist ein Metagross. Wow, Metagross ist cool. Das war auch, oder dieses Metagross ist auch im Deck, in diesem, wie heißt es doch gleich? Ich glaube, es ist das Nachtara Deck. Das ist irgendwie so Stahl und nicht. Ich glaube, ich liege da richtig. Ja, Metagross, auf jeden Fall sehr cool. Das waren wieder diese 5 Booster Openings. Und, bei diesen beiden, wie gesagt, kommt ihr zu 2 anderen von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.